Renault hat letztes Jahr verraten, dass Alpine eine Marke für rein elektrische Sportwagen werden soll. Und da stand im Raum, dass ein elektrischer A110 den Anfang machen wird. Und genau den hat Renault als Konzept präsentiert. Alles, was man über den elektrischen Alpine wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Passend zum 60. Jubiläum der Marke hat man den Alpine A110 Eternité vorgestellt, das erste Elektroauto von Alpine. Basis ist die Technik des Megane E-Tech Electric, allerdings hat man das Batteriegehäuse und die Fahrzeugarchitektur angepasst. Optisch ist der Eternité nicht wirklich vom Verbrenner zu unterscheiden, höchstens daran, dass die Abgasrohre fehlen. Als wäre die Umrüstung auf Elektroantrieb noch nicht genug, wollte man auch noch das Dach entfernen. Denn Forderungen nach einem A110 Cabrio gäbe es schon lange. Vielleicht hat aber auch der Wunsch nach einem niedrigen Gewicht zu der Entscheidung beigetragen. Denn die Entwickler ersetzen das Dach nicht etwa durch ein elektrisch bedienbares Stahlklappdach, sondern durch ein abnehmbares Dach aus Recyclingcarbon. Der Alpine A110 Eternité erhält ein modernes Audiosystem mit 8 Lautsprechern und damit Alpine auch in der heutigen Zeit ankommt, gibt es noch einen neuen Innenraum mit einem großen Display. Zu den verwendeten Materialien gehört Flachs. Laut Alpine ein Material so stark wie Kohlefaser und mit besseren Akustikeigenschaften. Ein zweiter Prototyp verwendet dieses leichte Material für die Fronthaube, das Dach, den Grill, die Sitzschalen, die Heckschürze und sogar für die Heckscheibe. Ob letztere dennoch transparent ist, lässt Alpine offen. Das Material stammt jedenfalls von der Firma Terre de Lin aus der Nähe von Dieppe. Der Alpine A110 Eternité ist 4,18 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,25 Meter hoch. Für den Antrieb sorgt ein Elektromotor aus dem Konzernregal, der 178 kW und 300 Newtonmeter leistet. Als Besonderheit kommt jedoch, wie beim Porsche Taycan, ein Zweiganggetriebe hinzu. Man entschied sich für ein Doppelkupplungsgetriebe, wie es auch beim Verbrenner A110 verwendet wird, jedoch mit Kupplungen, die für hohe Drehmomente ausgelegt sind und mit 2 statt 7 Gängen. Diese Lösung ist kompakt und leicht und minimiert die Drehmomentunterbrechung beim Schaltvorgang. Verbaut wurde die 60 Kilowattstunden Batterie aus dem Renault Megane E-Tech Electric mit NMC-Chemie vom Hersteller LGES und soll eine Ladeleistung von 200 kW haben. Doch die 12 Module konnten in dem kleinen Auto nicht in einer durchgehenden Platte untergebracht werden. Stattdessen wurden vorne 4 und hinten 8 Module platziert. Trotz der 392 Kilo schweren Module wuchs das Gesamtgewicht nur um 258 Kilo. In unter 4,5 Sekunden soll das Fahrzeug auf 100 km/h beschleunigen, erst bei 250 km/h wird es von der Elektronik eingebremst. Zügelt man sich beim Durchtreten des Strompedals, sollen 420 km WLTP-Reichweite möglich sein. Preistechnisch ist da leider noch nichts veröffentlicht worden, da müssen wir uns noch gedulden, wie genau Alpine mit dem Eternité in die Zukunft fahren will. Wie findet ihr den Alpine A110 Eternité? Ist der mal eine willkommene Abwechslung zu den ganzen SUVs? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!